Moin Moin, hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Single LS22. So, nach den ganzen LS13 Videos und den Motovlogs und so weiter, dachte ich mir mal, mach's jetzt mal wieder ein LS22 Video. Ja, kurze Rede, langer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Ach, scheiß drauf. Jedenfalls, wir hatten im Livestream, hatten wir hier meinen Mais. Warum zeigt er so wenig? Na, egal. Den Mais haben wir Gülle gefahren. Ja, haben wir. Mit Zubringer. Ich habe den Manual Mod wieder runtergeschmissen, weil der sich so ein bisschen. Ja, nicht beißt. Doch, beißt. Mit dem Autodrive. Ja, dann irgendwie hat er nicht übergeladen. Hallo? Achso, ja, ich sollte auch die Ebene anschalten. Jetzt geht's eigentlich auch. Ich hatte nämlich vergessen, die Ebene hier, die für Schlepper zuständig ist, geradeaus anzuschmeißen. So, jetzt will ich mal schnell den Zubringer wegbringen. Dann, wir haben einen Auftrag angenommen. Oder ich habe einen Auftrag angenommen. Und zwar geht's da ums Mähen. Wir haben ja auch den Agrarservicebetrieb, nicht nur den Ackerbau und Milchvieh- und Bullenmast- und Schweinemastbetrieb. Ja, oder Betriebszweig, sondern wir haben ja auch noch den Agrarservicebetrieb. Wie man auf dem Mähdrescher ja unverkennbar lesen kann. Also ich habe einen Auftrag angenommen, die wollen pressen. Also erstmal muss ich bei dem die Fläche mähen und dann soll ich sie pressen und dann gleichzeitig wickeln. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Muss gleich mal gucken, ob ich die Kombi auch ausgewählt habe. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, und dann wird abkassiert. Da wird abkassiert. So, freut mich jedenfalls, muss ich sagen, dass die LS13 Videos, auch wenn es wie gesagt Re-Uploads sind und doch noch ganz gut bei euch ankommen. Und so wie ich merke in den ganzen Kommentaren, kommen bei euch da echt noch Erinnerungen auch hoch. Also die in LS auch schon länger spielen. Und das freut mich. Das freut mich wirklich. Kann nicht genug Danke sagen an die Personen, die mir hat die alten Videos nochmal zukommen lassen. Ne? Also wirklich hammergeil. So, wie gesagt, Ostseeküste umgebaut. Ne? Kennt ihr ja aus den Streams. Oder die meisten oder auch aus den Videos. Ja? Hier ist sie. Oha, da müssen wir aber auch nochmal Kacke wegfahren. Ich habe gesagt, Mist wegfahren. Aber nicht auf die Koppel, sondern das geht ja in die Biogasanlage. Das ist der Bullenmastbetrieb. Mit dem Strohbergung, mit der Strohbergungsgeschichte hier mit Strohpellets und so weiter, ne? Die verhökern wir ja auch. So. Dann einmal hier ins Zwischenlager. Ballern wir mal rüber. Ach, beim 828er mussten noch die Reifen. Ich habe da Breitreifen drauf. Die muss ich nochmal schnell umschrauben. Fahre ich gleich mal in die Werkstatt. Ne, geh auf. So, einmal rüber. So, auch nochmal mit der Rückenspritze hin. Ne? Ein bisschen draufprügeln. So, ich denke mir mal, ich werde den 828er oder nehme ich den 724er. Dann brauche ich jetzt die Reifen nicht. 728er, da hängt die Maisdrille noch dran. Weil wir hatten ja Mais gelegt, dann hatten wir danach Gülle gefahren. Das habe ich jetzt noch offline sozusagen weitergemacht. 728er. Den lasse ich noch dran. Bin im den hier. Bin im 724er. Dann brauche ich jetzt nicht großartig umschrauben.
steht noch der 942. So. Da ist er. Ja, dann kann der 828er vor die Presse. Der 818er kann dann an. Oder der 818er? Dann nehme ich den Telelader. Den Flachbettanhänger dann. Für die. Zum Bergen, ne? Die sollen ja auch weg. Das ist die Fläche für den Vieh, vom Viehhändler. Und da muss man natürlich ein bisschen was machen, ne? Wenn du ein bisschen pinke machen möchtest. Und ein bisschen günstiger nachher. Ein und besseren Preis beim Verkauf von den Bullen. So, jetzt habe ich die richtige Ebene. Wir sind ready. Sprit sollte eigentlich noch reichen. Ah, erstmal los. Erstmal los da, ne? Muss ich zeigen. Aus der Agrarservice, aus echtem Stroh und Korn. Also wir tun unser Bestes. Geht's. Schon mal ein Tempomat und so weit. Beim Computer muss ich noch einstellen. So. Computer ist eingestellt. Dann können wir los. Bin gespannt. Bringt 18.000. Ist aber nur eine kleine Fläche. Ist eine kleine Fläche, mein Gott. Und ich habe meine Flächen jetzt soweit fertig, was Pflanzenschutz und so betrifft. Ja. Dann werden wir nach dem Auftrag, werde ich nochmal Dünger streuen. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir Flüssigdünger oder ob wir wirklich Dünger ausbringen. Noch ein bisschen Harnstoff ausbringen. Also Mais definitiv nicht. Der hat jetzt gut gekriegt. Da kann ich immer noch notfalls mit Flüssigdünger arbeiten. Ja, wir bringen noch ein bisschen Harnstoff aus nach dem Auftrag im Harnstoff. Ja, Harnstoff auf einige Flächen. Ich muss jetzt hier rauffahren, tut mir leid. Kann man jetzt ein bisschen kaputt fahren. Würde ich sagen, Mittelknopf gedrückt,
abhaben. Dann wollen wir mal. Ich habe das jetzt so eingestellt am Joystick, dass du halt auch vorne und hinten gleichzeitig aushebst. Kann ich ja den den Knopf, der hier hinter ist, also hier hinter, da habe ich sozusagen eine Doppelbelegung auf die auf den Joystick. Das soll ich auch mal machen, ne? Hilfe ungemein. Komm, Zeug hier will er ja nicht mit drin haben. Er sagt mir weg. Kunde ist König bei uns. Das gegenüber ist meine Fläche. Bleiben ein bisschen vom Zaun weg. Wischen. Man weiß ja nicht, ob da noch alter Stacheldraht liegt, ne? Das wird zwar abgebaut, hier war mal eine Kuhweide, aber angeblich soll der Draht weg sein. Kann sich aber nicht drauf verlassen. Was ist denn Kack hier? So, komm. Öldruck ein bisschen höher drehen mal. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier anfange zu mähen. Ja? Bin zu dicht dran und wickel mir den ganzen scheiß alten Draht auf. Wer kennt es nicht? Egal ob beim Mähen oder beim Mulchen. Wenn du Pech hast und bist zu dicht dran bei so einem alten Zaun, wickelt angeblich ja ist ja immer alles weg. Das ist ja immer die Grundvoraussage. Ist immer alles weg. Ja, kannst fahren. Und dann fährst du los und vertraust drauf und rums. Hast die Scheiße da. Darfst den Scheiß freipulen. Dann hast du natürlich nichts mit. Also ich habe Akkuflex ist mit. Falls doch mal was sich dann da drum wickelt. Und dann kriegst du es nicht mit der Hand rausgepopelt. Und dann bleibt einfach nur die Akkuflex. Doch den 828er nehmen sollen. Was? Ja, und dann muss man. Ja, glaube ich. Ja, den habe ich die Fläche eigentlich sonst auch gemacht mit dem E-Werk. Ja, aber mit dem Schlepper. Ach, das passt. Nee, passt nicht. Ich habe das Mähwerk immer am 828er dran. So, wir machen zweimal. Und dann geht's rauf runter. Das wird doch ganz verpeilt. Ja. Läuft. Das ist auf dem Sonntag. Ja, da müssen wir gucken. Ich bin gespannt jetzt hier. Ich habe viel Roggen angebaut. Dieses Jahr. Und Raps gar nicht. Wir lassen mal Raps einfach mal raus. Wir haben hier auf den Flächen tierisch viel mit Polanie zu tun. Und
Und deswegen haben wir uns jetzt gesagt, so, wir kriegen kein gebeiztes Saatgut mehr. Ja, dann lassen wir das erstmal weg. Deswegen habe ich jetzt Tritikale angebaut, viel Roggen, ein bisschen Weizen, ein bisschen Gerste. Der Rest, wie gesagt, habe ich ja gesagt, und von vornherein schon, dass das alles übernackt. Ne? Ich habe knapp 200 Hektar mit Wiesen, dann die ganzen Viecher. Den Rest machen wir alles über einen Agrarservicebetrieb, das heißt vollkommen ausgelastet. Dann ist jetzt noch die Möglichkeit oder die Überlegung, einen zweiten Drescher. Wenn man sich einen zweiten Drescher noch zulegt. Häcksler kommt auch, der will ich aber erstmal mieten, weil ich würde ganz gerne. Bei Better Contracts gibt es ja diese Häckselaufträge. Habe ich noch nicht. Habe ich einmal ausprobiert. Genau so war das. Aber da sollte ich im Sommer Mais häckseln. Ja, dann bist du zur Fläche hingefahren, da war nichts. Im Sommer? Hat einer von euch Erfahrung damit? Dann habe ich vielleicht was falsch gemacht, weil ich habe ihn reingeschmissen und dann halt, ja, dann kam der Auftrag irgendwann. Aber es war halt noch Sommer, ne? Jetzt hier einmal durch. GPS. STRGS. Aber habe ich da nicht noch große? Hatte ich doch schon mal, ne? Ne, nicht gut. Ja, ich glaube, ich hätte den 828 auch. Du musst der andere halt ein bisschen drücken hier. Ist so. Und Vorbereitung. Also Vorbereitung ist alles. Aber hätte ich jetzt nochmal in die Werkstatt müssen. Hätte ich die Reifen nochmal umschrauben müssen. Gewicht noch ab. Weil der war ja am Feldrandcontainer da, 28er. Der hätte Feldrandcontainer hin und her gefühlt. Und löbt. Hauptsache, der Kunde ist nachher zufrieden. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, wie war das, damit das hinhaut? Mit dem Ein- und Ausheben, ich glaube 17 oder 16 Grad. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen eher anfangen müssen, hier mal zu mähen. Ne? Aber ich habe den Auftrag erst reingeschickt. Das Büro war immer besetzt. Hätte nur anrufen brauchen. Also auf 16 gestellt, ne? Tempo mal ab. Aufbereiter, Heck und Front sind alle beide aktiv. GPS, die zweite Fahrspur. Läuft. Läuft. Ja, und dann muss ich gucken an der Presse. Nehme ich an der Presse den 828er. Also an der Presswickelkombination. Aber ich glaube, das reicht auch schon wieder, ne? Wir werden da den Auftrag hier gemeinsam noch zu Ende machen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen halten. Nochmal schönen Dank, dass euch die LS13 Real Upload so gefallen. Genauso wie die Motovlogs. Hat mich echt gefreut. Freut mich auch weiterhin. Ich sag mal, bis dahin. Hockau.
Wir sehen uns. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf.